Schüler der Grundschule Lützen machten sich am 25. April auf den Weg in den Marchpark. Der Grund war aber nicht, die dortigen Tiere mit Futter zu versorgen, wenngleich dies zur Zeitüberbrückung trotzdem getan wurde. Der Grund war, in einem gewissen Sinne, Aufforstung. Wir nutzten den Tag des Baumes, um gemeinsam mit Kindern den Baum des Jahres, das ist die Esskastanie, zu pflanzen. Das hat bei Uwe Weiß und mir eine kleine Tradition, denn wir machen das zum wiederholten Male hier im Marchpark, weil das auch den Effekt erzielen soll, wenn die Kinder dann später hierher kommen können, sagen, den Baum habe ich mal hier gepflanzt, deswegen ist es auch entsprechend beschildert und da haben alle ihre Freude dran. Die Esskastanie oder auch Edelkastanie ist nicht mit der Rosskastanie, sondern mit den Buchengewächsen verwandt und wird seit der Römerzeit in Deutschland kultiviert. Die Früchte werden auch Maronen genannt. Es gibt ja ein Kuratorium, was seit Jahrzehnten immer den Baum des Jahres aussucht. Und dann sucht man natürlich auch eine gefährdete Art aus. Mir war auch neu, dass die Esskastanie dazugehört. Aber wir orientieren uns da an den Vorgaben des Kuratoriums und so eben diesem Jahr die Esskastanie.